Hallo und willkommen zurück zu Craft the World. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tja, momentan geht's uns ganz gut, würde ich sagen. Und normalerweise, wenn man sowas verlauten lässt, dann passieren meistens ganz furchtbar schlimme Dinge. Wir haben noch 16 Minuten bis zur nächsten Invasion. Bis dahin sollten wir es aber schaffen, uns ein bisschen weiter aufzurüsten. Sollten doch mindestens irgendwo einen. Ja, das ist ein Bogenschütze, aber der kriegt schon mal einen besseren Bogen. Gratuliere, Müller. Du bist jetzt auch Krieger. Und hast damit dir das Recht verdient, ein Schwert zu bekommen. Oh. Weitere Bücher des Kriegers haben wir leider nicht. Müssen wir die Waffen einfach so weiter verteilen. Hilft halt nichts. Aber Hauptsache, alle sind überhaupt gerüstet und bewaffnet. Gerne eine Falle hier drüben. Dürfte gerne abkürzen. Und eine Falle hier drüben. Da dürft ihr nicht hin abkürzen. Ein bisschen Wasser können wir sammeln. Hühner können wir einfach so erschlagen. Und dann sollten wir vielleicht zusehen, dass wir noch ein paar Farmzäune bauen. Auch wenn uns das wieder Seile kostet. Aber wir haben hier jetzt eine nicht erschöpfliche Quelle an Wolle. Deswegen sollte das erstmal kein Problem sein. So, Leder haben wir noch ein wenig. Dann könnten wir eventuell noch zwei Lederrüstungen herstellen. Oder wenigstens eine. Wolle haben wir. Können wir noch ein paar Seile herstellen? Können wir also doch noch eine Lederrüstung herstellen? Und dann hätte ich gerne noch mehr Schwerter. Drei Stück. Und wie sieht das mit den Lederhelmen aus? Ne, dafür bräuchten wir zwei. Den Wichtelbeschwörungszauber legen wir uns mal hier unten rein. Der ist nämlich nicht ganz ungünstig, wenn wir größere Mengen Material zu sammeln haben. Sehen. Wie sieht es denn mit unseren Vorräten generell aus? Es könnte besser sein. Es könnte auch schlechter sein. Nochmal 20 Stahl dazu. Stahl kann generell nicht schaden. So, das Labor wollten wir schon länger bauen und eine zusätzliche Schmiede. Labor kann nicht gebaut werden wegen. Hier oben nicht gebaut werden. Na gut, dann. Nein, komm her.
Der stört, okay. Ferne Wandlampe. Wir dürften inzwischen wieder einiges an Wandlampen in Reserve haben. Du bekommst eine Lederrüstung. Jeder, der sich explizit im Nahkampf befindet, bekommt eine Lederrüstung. Du bekommst noch ein Schwert. Obwohl, was mache ich denn hier? So, Technologiebaum. Fortschrittliche Bewaffnung haben wir. Jetzt brauchen wir fortschrittliche Dekoration, dafür brauchen wir fortschrittlicher Bau, dafür brauchen wir fester Rucksack. Ich hasse es, wenn der uns das alles unter der Nase wegzieht. So. Und wir werden wahrscheinlich ein bisschen Schrottdekos bauen müssen. Beispiel Blumenbeete. Oh ja, schön, die verbrauchen kaum wertvolle Ressourcen. So. Damit wäre das erledigt. Innentür, ist das ein... Nicht als Unterkunftsgrenze, das ist also eine reine Deko-Geschichte. Oh, bewahrt Seelen für eine eventuelle Wiederbelebung auf. Das kannte ich noch nicht, das ist neu. Hättest du mir das nicht eben sagen können? Nein, natürlich nicht. Du wirst getötet. Dich fangen wir einfach so. Und mit den zusätzlichen Zäunen schneiden. Ah, fehlt uns eine Schere. Gut, bauen wir uns noch eine Schere. Damit wir das etwas schneller vonstatten bringen können. Hier unten aus. Hier wird gearbeitet und zwar reichlich. Da hat irgendjemand geschickterweise, das war wahrscheinlich ich, das Wandstück rausgerupft. Kann nicht gebaut werden. Na gut, dann wird es da unten halt ein bisschen weniger hell sein. Jetzt müssen wir uns nur angewöhnen, hin und wieder mal die Fallen zu kontrollieren. Noch 11 Minuten. So. Fortschrittliche Dekoration. Topfpalme, dekorativer Schild, Glasvase. Brauchen wir für Weben. Dann können wir... Oh, Taucherhelm, interessant.
Gut. Was brauchen wir für ein Mana-Elixier? Flaschen haben wir. Nadeln. Nadeln haben wir nicht. Und Nadeln können wir auch noch nicht herstellen. Aber da Mana-Elixiere für uns wahrscheinlich sehr wichtig werden, kaufe ich jetzt einfach mal welche. Sammeln, Wasser sammeln, Wasser sammeln. Geht ruhig noch mehr Wasser sammeln. Wir haben momentan so ein kleines Defizit. Gibt's das? Trank der Wiederbelebung. Fordert. Im Inventarbildschirm auf den Geist. Benötigt auch ein Drachenei. Dafür müssen wir sehr tief runter. Elixier der Auslöschung. Sorgt dafür, dass ein Zwerg all seine Fähigkeiten vergisst. Okay, das ist nicht unheftig, aber das könnte eventuell mal notwendig werden, wenn so ein Zwerg eventuell einen Stapel nutzloser Fähigkeiten hat. Wurzeln, Zombiehirn, Schleim, Knochen, grauer Pilz und Wasser. 15 sollten erstmal reichen. Damit können wir nämlich unseren Mana-Bestand im Notfall wieder auffüllen. Durchaus Sinn, Pilze zu sammeln. Okay, wie steht's ansonsten? Ja, hier müssen wir definitiv. Oh, klar. Als ob wir Stahlschwerter verwenden für sowas. Glasvase. Glas und Farbe. Farbe haben wir. Glas haben wir auch. Grundlegende Alchemie arbeiten wir dran. Haben noch ein paar Stahlschwerter. Können zwar nicht alle sofort damit ausrüsten, aber immerhin besser als gar nichts. So. Ich habe da einen Plan. So, die gehen hier hin. Die müssten wir noch hinbekommen. Bretter haben wir definitiv. Nägel haben wir auch noch ein paar. Öl haben wir und Stahl haben wir auch. Fertigen wir nochmal zwei von. Die packen wir erstmal hier hin. Und dann stellen wir uns hier nämlich zwei Geschütze hin.
sieht es hier drüben aus? Kohle. Eventuell, damit meine ich eigentlich mit ziemlicher Sicherheit, sollten wir uns ein bisschen weiter nach unten vorarbeiten. Nein, komm her. Komm her, gib mir die Leiter. So. Grauer Pilz, die können wir ernten. Fünf, sechs, sieben, acht. Gibt es ein Buch des Bogenschützen. Das ist sehr günstig. Weil wir haben... Der ist Bogenschütze. Der ist Jäger, aber noch nicht Bogenschütze. Lichtzauber hier. Okay, sehr gut. Aus irgendeinem Grund fallen die hier nicht weiter runter, aber das ist nicht so tragisch. Weil hier haben wir doch schon nettes Stück, an dem wir weiterarbeiten können. Stellen wir einfach ein paar Klettergerüste auf. Hier eine Fackel, hier eine Fackel, hier eine Fackel und vielleicht hier im Hintergrund auch noch eine Fackel. Das dürfte Mithril sein. Oder ist das Silber? Naja, wir werden es herausfinden. In der Falle ist nichts drin. Der Falle ist nichts drin. In der ist nichts drin. Und in der ist auch nichts drin. So. 6 Minuten bis zur nächsten Invasion. Hierhin, einen hierhin. Und mal sehen, Fackeln müssen wir ja auch noch haben. Ach, was heißt Fackeln? Wir haben Wandlampen, wunderschöne. So. Die können wir da anbringen. Man kann es ja auch kompliziert machen. Tolle Kletterfähigkeiten.
Aber passt schon. Gucken wir mal hier drüben nochmal nach, ob sich hier noch irgendwas in die Falle begeben hat. Also es sieht nicht danach aus. Aber sehr schön. Wir müssen hier dringend wieder Wasser auffüllen. Gucken wir mal, ob das so vielleicht klappt. Hier wird immer noch gefertigt, dass sich die Balken biegen. Dem legen wir uns erstmal nicht an. Mit dem auch nicht. Ach, wir bräuchten vielleicht ein paar normale Fackeln wieder. Da. Silbererz, das werden wir wahrscheinlich früher oder später auch brauchen. Wie sieht's aus? Was brauchen wir für Topfpalmen? Eimer. Eimer haben wir aber nicht so viele. Nägel haben wir auch nicht so viele. Ja. Okay. Topfpalme. Nein, erst brauchen wir mehr Eimer. Vasen können wir schon mal irgendwo dazwischen aufstellen. Das verschönert unsere Behausung natürlich immens. Der Weizen ist wieder bereit zur Ernte. Und wo wir schon wieder bei Weizen sind... Können wir nämlich direkt mal wieder, sobald das geerntet ist, natürlich auch säen. Komm, lauf rein, lauf rein. Du bist schon fast perfekt drin. Hervorragend. Fangen. Muss sich nur noch einer bequemen, da einmal rüber zu gehen. Säen direkt mal wieder ein bisschen. Momentan nichts los. Das ist aber auch in Ordnung. Ne, die Fallen lassen wir da mal gut stehen. Die waren bisher äußerst nützlich. Naja, wenn es bereits geschnitten ist, ist es halt bereits geschnitten. Mal sehen, um den Transport zu beschleunigen, benutzen wir doch einfach mal ein paar von den Wichteln. Die halten nicht allzu lange vor, sind aber äußerst praktisch.
Ach komm, ein paar Wichtel mehr können wir uns leisten. Vor allem deshalb, weil... Vielleicht werden wir alle unsere Zwerge erstmal in die Festung zurückrufen müssen. Ja, kennen wir alles schon. Haben wir uns schon selber mit beschäftigt. Monsterportal. Hier drüben wir. Wie immer. So. Auf sie mit Gewoll. Mal sehen, wir haben doch einen Feuerballzauber. Dann helfen wir unseren Leuten noch mal ein bisschen. Ja, wir zermürben sie langsam. Natürlich langsamer als uns lieb ist, aber... Sehr schön. Und diese kleinen Wichtel sind auch überaus nützlich. So, haben wir die Invasion auch abgewehrt. Und das Timing ist wirklich hervorragend. Also, eine halbe Minute haben wir noch. Deswegen machen wir noch ein bisschen mit sinniger Kleinarbeit weiter. Gibt's hier unten noch? Ja, da ist der Timer. Ach, der ist schon tot. Hat sich gerade aufgelöst. Erledigt das Vieh noch eben. Diese Grube hier ist äußerst ungünstig. Die werden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich auch auffüllen. Damit nicht so viele Schafe da reinfallen und eher in unsere Fallen rennen. In jedem Fall, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen gewesen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!